So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Final Fantasy VII Rebirth. Ich habe mal geguckt, die beiden Quests, die ich nicht spielen möchte, Aerith hat hier erklärt, die spielen in Junon und in Gongaga. Das heißt, die beiden Orte werden wir einfach meiden, dann haben wir kein Problem. Wir haben hier noch Nebenquests, das ist einmal die Johnny-Sammlung, das ist vollkommen egal. Aber wir können uns hier den Capoons Auftrag holen. Schauen wir mal kurz rein. Wir fangen einfach mit der Nebenquest hier an. Dann fahren wir ein bisschen weiter und erkunden das Meer. Und dann gehen wir in andere Bereiche Nebenquests spielen. Und das ist er hier. Na, wen haben wir denn? Ist das der Bürgermeister? Ich bin ein Helferlein vom Strand. Welch eine Ehre. Kann ich irgendetwas für euch tun? Einmal nach Johnny fragen natürlich. Johnny? Ah, dieser undankbare Junge. Der lässt sich gerade als Held feiern, der die Stadt vor dem Untergang bewahrt hat. Aber seiner Bruchbude von Hotel wird das auch nicht helfen. Die muss er sicher bald dicht machen. Na, Hojo Frank. Was der Herr Professor da am Strand gemacht hat, kam überraschend, nicht wahr? Allerdings war das, wie er mir im Nachhinein nachvollziehbar erklärt hat, ein sehr, sehr wichtiges Experiment. Die Schäden sind leider nicht von der Hand zu weisen. Aber dass wir dazu beitragen konnten, Shinras bedeutende Forschung voranzutreiben, freut mich als Bürgermeister außerordentlich. Nach den Schäden in der Stadt fragen. Ach ja, es gab ein paar Verletzte, aber alles halb so wild. Auf der anderen Seite sind wir diese komischen Umhangfritzen endlich los. Und dafür bin ich dem Professor unendlich dankbar. Und dann erst die großzügigen Entschädigungszahlungen, netten Entschuldigungsworte, die Shinra uns zukommen ließ. Ja, ja, Worte. Dann nichts tun, dann wird er bestimmt was sagen. Aber Schwamm drüber, das sind Geschichten von gestern. Wir sollten vielmehr an unsere goldene gemeinsame Zukunft denken. So ein Schleimer. Ich hätte da auch gleich etwas. Meine Alleskönnerin könnte nämlich ein wenig Hilfe gebrauchen. Eine Alleskönnerin ist hier? Ah, ist sie vielleicht eine Kiri schon wieder. Von euch? Was für ein Zufall. Ihr müsst wissen, es gab hier in letzter Zeit Vorfälle, wo einige unglückliche Strandgäste Opfer von Meerestieren wurden. Also hatte ich diese Alleskönnerin beauftragt, sich darum zu kümmern. Aber bisher hat sie hier nur Party gemacht und keinen Finger gekrümmt. Sehr betrüblich, wenn man bedenkt, dass ich hier einen stattlichen Vorschuss gegeben habe. Jedenfalls würde ich euch nun gerne bitten, diese Kreaturen verschwinden zu lassen. Und die Alleskönnerin im Anschluss gleich mit. Hä? Das wäre ein gerechtes Ende für diese unverschämte Göre. Es geht schließlich nicht an, dass man Geld nimmt und dann nur dafür feiern geht. Hm. Stimmt. Sicherlich vergnügt sie sich gerade am Strand. Macht kurzen Prozess mit ihr. Ja, ganz bestimmt. Hab ich ihn erschlagen? Zurück zur Alleskönnerin. Ja, die ist am Strand. Gehen wir gleich hin. Ich hatte gesehen, dass wir da symboltechnisch bei dem Red 13 Spiel und bei der Piratenparty ein Ausrufezeichen haben. Dass ich da jetzt einmal gucken möchte, ob wir da eine neue Schwierigkeit haben mit einer entsprechenden Belohnung. Gibt es keine Belohnung, die sich lohnt? Mach was nicht. Hier kann man sich so richten. Wir kriegen den Platin-Ohrring für 2 Minuten 30 auf Profi. Bestzeit 1,50. Dann schaffen wir das bestimmt auch. Sekunde einmal. So, weiter geht's. Ist das ein Unterschied? Ah, es ist ein Unterschied. Das ist aber abgeschlossen, das heißt gegen die Uhr. Wir haben schon 1,50. Ja, dann machen wir nochmal. Warum habe ich denn das nicht gekriegt? Ich habe schon wieder vergessen, wie es geht. Sprung, Schießen, Lupfer. Okay. Das ist das der gelbe? Okay, warte. Blau. Das hat der rote, ne? Achso, ich muss die in der richtigen Reihenfolge machen. Na toll. Ah! Ja, warte, können wir neu starten? Okay, ich hatte das nicht mehr auf dem Schirm, was ich genau tun muss. Okay. Rot, blau. Gelb ist da hinten. Wahrscheinlich in der Reihenfolge rot, blau, gelb.
Rot, Blau, Gelb, Schwarz, okay. Rot ist drin. Der ist nicht drin. Der kommt aber nochmal zurück. Komm, 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 komm. Gelb ist drin. Schwarz ist drin. Und die farbigen. Den habe ich aber ganz blöde gespielt. Ich habe die Steinkante hier vorne nicht gesehen. Ach, wie doof. Rollst du rein? Gut. Blau. Die Zeitvorgabe ist glücklicherweise meine eigene. Blöd. Ah! Blau ist drin. Nein! Du sollst ihn da rüber feuern. Gibt's doch nicht, oder? Steuerung! Gut, ist drin. Mal rein. Oh nein, 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 nein. Ja, zu langsam. Können wir neu starten. Warum habe ich denn die Profi-Belohnung nicht schon direkt gekriegt? Ist doch doof. Und Red läuft echt seltsam. Aber ist egal. Kriegen wir hin. So wie zum Thema, wir machen Nebenquests, ne? Wollen wir irgendwelche Blöden auch kommen. Das heißt, ich muss das Piratenparty dann auch nochmal machen. So, richtig stellen. Blau, rot ist drin. So. Das gibt's doch nicht. Positioniert man sich nur um dann hier rein? Das gibt's nicht. Halt ab. Ah, Kollege! Nee, kann ich schon direkt neu starten. Das ist schon. Ich meine, es ist ein witziges Minigame, ne? Also so ist es nicht. Aber wenn das teilweise wegen der Steuerung hapert, ne? Dann kriege ich ein bisschen zu viel. Warum schießt er den dahin? Ich war doch offensichtlich kameratechnisch so, dass das nicht passiert. Oh, Kata! So, jetzt will ich gelb. Komm, mach die Dinger hier runter.
Blau, blau. Wo ist blau? Da ist blau. Das gibt's nicht. Das ist der falsche. Ein Rot ist hier links. Du gehst weg. Sag mal. Willst du wohl da reinrollen? Und wo ist der Schwarze? Da. Geschafft. Sollte reichen für den Profi-Ohrring. Nicht meine Bestzeit, aber sollte genug sein für die Belohnung. Platin-Ohrring, Entschuldigung. Yep, sehr gut. Abbrechen. Komm bald wieder. Und dann gehen wir jetzt auch kurz an dem Piratenparty-Ding vorbei. Daran erinnere ich mich, das war echt nicht einfach, das zu schaffen. Musste ich ein paar Mal versuchen, um das hinzukriegen. Als nächstes 2 Portionen Spaghetti. Kommt sofort. Nehme ich auch. Jetzt und sofort. Na, in der Stimmung für ein kleines Gefecht auf See? Für den Materia-Ohrring Luft. Na gut, komm. Machen wir einmal so und wenn es beim ersten Mal nicht klappt, dann mache ich das ganz kurz im Offscreen. Das ist ja keine Ahnung mehr, wie das war, ne? Ah, der hat sich zu früh. Keine Ahnung hier. Ach, zu früh. Wo ist der Tambourine? Ist irgendwo links gelaufen, ne? Wo war was? Ganz schlechtes Ergebnis. Ach, hier geht's jetzt um die richtigen Dinger, ne? Da ist der Tombury, der kommt da irgendwo noch lange laufen. Okay, das war Rotze. Ach, jetzt kann man hier vorne noch mal lang. Ganz miese Präzision. Ach, komm schon. Okay, ich habe 6000 Punkte weniger als in meinem besten Ergebnis. Und ich weiß, was brauche ich? 22.000. Gut, wir sehen uns dann gleich wieder. Da haben wir's. Das hat jetzt auch nur eine halbe Stunde gedauert. Aber wir haben die Punktzahl erreicht. Eieiei. Ich musste ein bisschen mit der Geschwindigkeit des Cursors arbeiten, dann ging das. So. Bis zum nächsten Mal, Landwirt. Ja, nein, gibt kein nächstes Mal. Dankeschön. Wir müssen zum Strand. Darf ich denn diesmal so zum Strand? Ja, ich muss mich nicht extra umziehen. Auf geht's, Kirie. Wo ist er denn? Da hinten irgendwo.
Hallo Cloud. Ich bin jetzt auch hier geschäftlich unterwegs. Und wie oft haben wir schon gesagt, du sollst aufhören? Gerade im Urlaub sitzt das Geld schließlich besonders locker, hm? Marketing und Location sind perfekt dieses Mal. Hab schließlich aus Junon gelernt. Das kommt auch meinen Angestellten wie dir zugute. Hast du nicht einen Auftrag zu erledigen? Alter Langweiler, du hörst dich ja schon an wie meine Oma. Ein Mädchen will halt auch mal seinen Spaß haben. Außerdem war ich alles andere als untätig. Ich habe das Versteck der Viecher nämlich schon ausfindig gemacht. Fehlt also nur noch jemand, der sie zur Strecke bringt. Lass mich raten. Ich? Genau. Die Chefin hat ihren Teil schon getan. Nur du bist im Verzug. Tu mal was für dein Geld. Unmöglich. Ich meine, so dreist bin ja nicht mal ich. Aber wenn wir nichts unternehmen, zieht sie den Namen Alleskönner in den Dreck. Hm. So sieht's aus. Also, hopp, hopp. Ich hab dir sogar schon ein Rezept rausgesucht. Ungeheuer sind ganz verrückt nach diesem Fraß. Musst nur noch die Zutaten für die Synthese zusammensuchen, Cloud. Gott. Bitte. Leg den Köder dann einfach dort aus, wo man gerade nicht baden darf. Was soll's? Kommst du mit? Die Zutaten für den Köder sind anscheinend super duper selten. Jedenfalls konnte ich sie hier in Costa nicht auftreiben. Wirst dein Glück wohl woanders versuchen müssen. Ja, gucken wir mal, was ich überhaupt brauche. Um den Auftrag der Alleskönnerin Kiri abzuschließen und die Ungeheuer zu eliminieren, wird ein legendärer Köder benötigt. Den Köder kannst du durch die Synthese herstellen. Dazu brauchst du Materialien, die du schon seit langem verschiedener geheimer Gegner erlegen, verschiedener geheimer Gegner erhältst. Untersuche zuerst die Lebensquellen in der Gongaga und Cosmo-Region, um den Aufenthaltsort dieser geheimen Gegner in Erfahrung zu bringen. Ranke des großen Mobots und Jabberwockhorn. Weißt du, ich muss die nochmal machen, weil ich gehe davon aus, dass ich die nicht mehr habe, ne? Ja, selbstverständlich. Ich habe weder das eine noch das andere. Das bedeutet, wir müssen da eine Weltreise machen. Eine halbe. Und das erfreut mich so gar nicht. Aber wir müssen die Bereiche tatsächlich sowieso, um die anderen Nebenquests zu bekommen. Wie gesagt, Junon und Gongaga sind die, die wir nicht haben wollen. Mit einem Wheelie lässt sich Costa in Windeseile erkunden. Heißt, wir gehen mal zu Sid und reisen mit der Bronco. Kann ich mit dir sprechen? Nein, ich kann nicht mit dir sprechen. Na dann. Kannst losgehen? Ja. Verehrte Gäste, hier spricht Ihr Kapitän. Wir fahren. Moment, habe ich jetzt auch irgendwie die Option? Ich kann das Meer hier erkunden, ja? Kann ich denn dann einfach den Junon am Hafen anlegen? Und wie komme ich nach Cosmo? Ist der Hafen von Gongal? Ah, ich kann eine Schnellreise dahin machen, okay. Muss in die Cosmo-Region, die ist hier. Wir machen jetzt erstmal die Schnellreise, damit wir. Ach, guck mal, ich kann sogar laufen. Ja, komm. Damit wir das eben erledigt kriegen. Wir müssen den Gesamtbereich des Meeres natürlich auch noch erkunden. Kommt noch. Dann gehen wir jetzt von hier aus. Wo ist der Jabberwock? War das hier? Jo, machen wir eine Schnellreise zu Fuß hin wieder. Und dann bekämpfen wir mal den Jabberwock, um den geheimen Gegner nochmal herausfordern. Haben wir schon mal gemacht. Kriegen wir nochmal hin. Ist kein Problem. Die Sequenz brauchen wir jetzt nicht. Auf dem Meer! Meine Sensoren haben den Jabberwock identifiziert. Ich nehme ein Verzeichnis auf. Seit jeher wird der Jabberwock als bösartiger Drache beschrieben. Alte Überlieferungen behaupten, dass er tausende von Jahren ohne Nahrungsaufnahme überleben kann. Und jeder seiner Gründe den Boden speichert. Mittlerweile weiß man jedoch, dass er eine Art Ruhezeit einhält. Ja. Mach mal bitte hier den Flammenblitz und dann gehen wir erstmal auf Tiefe. Dann machen wir hier mal den Sonne Feuerimpuls. Gehen wieder auf Cloud.
Und machen dann nochmal den Flammenblitz. Ausgezeichnet! Phoenix! Und tschüss! Los geht's! Keine Chance! Und dann bringen wir dabei einen Schock. Das war's! Der Feind ist geschafft! Dann packen wir die Synchro direkt drauf von den beiden, die vierte Verfolgung. Das ist unsere Chance. Nehmen wir sie lange auf Barrett. Wie schmeckt dir der? Dann darf Cloud. Haben wir eigentlich irgendwas, was besonders effektiv ist? Ende mit Strecke, Schadenspuls gegen Schadenspuls auf 2, ATB. Nein. Da komme ich nicht mehr zu. Tifa kann die ermächtigte Entfesselung machen. Barret macht dann hier. Hat der irgendwas, was. Ne, extra Magazin. Schön weiter ausfallen! Bring's zu Ende! Genug! Ja! Ach, der ist nicht in der. Warum geht der denn aus der wahren Offensive raus? Fertigkeiten, Flammenblitz. Aufgepasst! Das wird doch nichts. Na komm, dann machen wir mal hier Ende mit Schrecken. Erledigt. Danke. Ja. Aber den Kampf hatten wir ja schon erledigt. Also, keine Ahnung, was man da die ganze Zeit quatscht. Karte. Nein, Karte ist die andere Taste. Weltgarde. Ah, wobei, wir können, wenn wir schon mal hier sind, einmal die Nebenmission annehmen. Die ist wahrscheinlich in Cosmo Canyon, nehme ich an. Das heißt, wir reisen einmal dahin. Wenn wir dann, wahrscheinlich werden wir für jede Mission irgendwie kreuzen können, um die Welt müssen. Der Planet euch allen seinen Segen zukommen lassen. Meine Schwarzkutte ist hier. Sonderangebote. Der Planet sei gegrüßt. Wo ist er? Schwarze Wolken müssen da vorne stehen. Unser Leben wird hi. Ja, hi ist gut. Urgent Request. Reisen ohne Ziel. Als ich Richtung Flugplatz unterwegs war, kam ein gigantisches Ungeheuer auf mich zu. Irgendwie habe ich es geschafft zu entkommen. Mein Motor hat es dabei aber leider erwischt. Das Auto kann ich wieder in Ordnung bringen, aber mit dem riesigen Vieh werde ich nicht fertig. Kann sich jemand darum kümmern? Ja, dann sag mir nur, wo du bist. Damit ich die Quest da nicht. Da unten. Da können wir ja von hier aus einmal rübergleiten. Dann kommen wir, kriegen wir den Nebel auch nochmal aufgedeckt. Du. In die Richtung. Und steht da, glaube ich. Nein. Also ein Kaktus mit ihm verwechselt. Denn er steht hier. Hallihallo! Mit wem haben wir die Ehre? Hm? Ah! TJ! Was machst du denn hier? Hey Yuffie! Aufgedreht wie eh und je, sehe ich. Ihr kennt euch? Das ist DJ. Ich glaube, die Quest bringt auch für Yuffie was. Wie der Informant der Hauptgruppe von Avalanche. Glaube ich zumindest. Und das hier sind meine fleißigen Handlanger. Na sowas. Die Welt ist wirklich ein Dorf. Hm? Hast du was gesagt? Nicht so wichtig. Schön, dich zu sehen. Über den Plattenabsturz. Als ich hörte, dass Shinra die Platte aus Sektor 7 fallen lassen wollte, hatte ich anfangs ehrlich gesagt meine Zweifel. Aber nachdem sich unsere Wege getrennt hatten, habe ich den Leuten von Avalanche Bescheid gesagt und auch meinen Freunden zur Flucht aus den Slums geraten. Ich wünschte, ich hätte mehr getan. Auch all die anderen zum Fortgehen bewogen.
wie die Platte alles unter sich begräbt. Die Bilder habe ich auch heute noch vor Augen. Über die Anti-Shinra-Verbindungsgruppe. Du hast die Ansprache von Oberst Lodbrok also auch gehört. All die Shinra-feindlichen Verbände endlich unter einem Dach vereint. Und in Wutai laufen die Fäden zusammen. Ich werde alles für diese gemeinsame Sache geben. Über die Hauptgruppe von Avalanche. Ich bin zusammen mit Nayo und den anderen aus Midgar geflohen. In Cosmo Canyon haben wir uns dann getrennt. Sie meinten, sie wollten sich dort irgendwie nützlich machen. Allerdings waren die drei ziemlich am Boden. Weiß nicht, ob was draus geworden ist. Ja, doch, irgendwie schon. Über nichts. Sagt mal, wie wär's, wenn ihr mir zur Feier unseres Wiedersehens ein wenig zur Hand geht? Bin auf der Straße von einem riesigen Ungeheuer angegriffen worden. Hab's irgendwie abschütteln können, aber jetzt ist mir der Motor abgesoffen. Das Ungeheuer ist bestimmt noch ganz in der Nähe. Könnt ihr euch nicht darum kümmern? Was? Ich meine, wenn du so nett fragst, können wir natürlich nicht Nein sagen. Aber für umsonst machen wir es nicht. Klar, eine Belohnung ist eingeplant. Dann sind wir dabei. Kannst du diese Kreatur genauer beschreiben? Sie zeigt sich nur, wenn sie angreift. Ansonsten lauert sie unter der Erde. Wenn ihr im Mokri-Laden einen Schwingungsdetektor kauft, könnt ihr das Ungeheuer damit bestimmt finden. Ein Klacks! Diese Mokris haben alles. Das hier, oder? Haben wir schon. Der Schwingungsdetektor erfasst Vibrationen von in der Erde verborgenen Ungeheuern. Je stärker die Erschütterung unter der Erde, desto näher ist der Gegner und desto kleiner wird der Balken. Näherst du dich dem Gegner genug, färbt sich der Schwingungskreis um dich herum blau. Entfernst du dich, färbt er sich rot. Nähere dich dem Gegner mehrere Mal in Folge, um ihn an die Oberfläche zu locken. Er kann nicht auf dem Rücken eines Schokobus eingesetzt werden. Okay. Ja, und warum kommt der Schokobo dann genau auf mich zugerannt? Ich sehe ehrlich gesagt nicht so wirklich, wie sich deutlich verändert. Kann ich nochmal mit dir reden? Der Schwingungsdetektor wird durch den Weg zu dem Bastard schon weisen. Passt aber gut auf. Da wird er mehr rot, ne? Da wird er... Ah ja. Ich kann jetzt nicht bemerken, dass, also ich bemerke nicht, dass da sich irgendwas tut. Also ich sehe, dass der Balken jetzt etwas mehr blau ist als rot, aber ich sehe nicht wirklich eine Veränderung. Ich sehe nicht, dass er sich direkt verändert. Also, nur einfach in eine Richtung und solange diese blauen Kreise kommen, ist das schon, passt das schon irgendwie. Ach so, er wird kleiner. Naja. Und er wird lauter, okay. Dann wird sie hinten irgendwo sein. Die Abstände werden kürzer. Das ist gut. Nein. Wird sich ganz tief im Boden. Folge ihr.
Wie oft muss ich das machen? Geht das jetzt besser oder schlechter oder? Okay, hier wird es angeblich wieder besser. Ja! Gut, dass du kommst. Ich brauche noch ein paar von deinen Federn. Ist falsch, aber ich will ja auch nur jetzt hier einmal aufdecken. Ja, hier unten bin ich nicht lange dran. Das ist so ein System, weiß nicht, es ist so schwer nachzuvollziehen, in welche Richtung ich mich tatsächlich bewegen muss. Jetzt finde ich schon wieder nicht so gut. Wie sieht da eigentlich mein... Ach, diese These. Mein Leben aus. Leben, Humana. Können wir mitarbeiten. Tiefer ist ein bisschen angeschlagen, aber ansonsten... Scheint richtig zu sein, okay. Weil ich an allen möglichen Gegnern vorbeirennen muss, damit das vernünftig klappt. Ne? Ich laufe jetzt die ganze Zeit einfach nur in die von mir antizipierte Richtung, ohne dass ich wirklich auf den achte. Klar, wenn der Kreis rot wird, weiß ich, ich bin falsch gelaufen, aber ansonsten... Okay, das sind Felshetzer. Das ist WoW. Okay, jetzt hat er erstmal hier Blödsinn gebracht. Man kann nie wissen. Verdammt! Das war's dann. Jetzt! Das war's dann! Ja! Ich leg los! Ja! Ja!
Den wieder hinterher, ne? Das ist ja totaler Blödsinn. Aber wir machen es einfach mal. Frage, geht's da hinten lang? Da rechts raus. Sollst du nicht weglegen? Ich denke, die Richtung wird es sein. Es gibt auch keinen Indikator, in welche Richtung sich das jetzt verändert, ne? Also keinen guten, zumindest. Oder sind da irgendwie Pfeile oder was drauf? Müsste es hier noch ein bisschen weit sein. Jetzt müsste wahrscheinlich der Kampf kommen. Es wird schlechter. Sieht doch nicht aus dem Feld, jetzt ist ein Wurm. Ach, wie ich die hasse. Ein Gigaswurm, wie ist neu. Nur kein Über. Dieser gigantische Wurm ringelt sich mit überraschender Geschwindigkeit durch das erdrecht trockene Gebiet. Er verschluckt Steine, die er zum Zermalen von aufnehmender Nahrung oder als Munition verwendet, mit der er auf Gegner springt. Zerstöre seine Magengegend, nachdem er Steine aufgesungen hat, um ihn schockanfällig zu machen. Das war's! Zeig, was du kannst! Du musst das beenden. Sicher. Das war's. Volle Konzentration. Dann kriegt er mal Eis. Es wird kalt! Und nochmal Eisrad, diesmal aber auf die Magengegend. Es hagelt! Ausgerichtet. Ich komme dich retten! Kampfsimulator aktualisiert. Oh Gott, da kommen jetzt noch mehr Sachen rein. Er fährt schon mal. Nicht schlecht. Ich bin beeindruckt.
Das war doch gar nichts. Und wo fährst du jetzt hin? Sieht leider so aus, als würde Shinra langsam ernsthaft gegen den Widerstand vorgehen. Wenn ich die Grenze überqueren will, dann jetzt oder nie. Ich will zurück nach Wutai, weißt du? Willst du etwa nicht zurück, Yuffie? Nein, noch nicht. Ich kann noch nicht zurück. Nicht bevor ich starke Materia gefunden habe, weißt du? Verstehe. Tu aber nichts Unüberlegtes, okay? Das Yuffie gilt doch niemals. Für euch alle. Früher oder später werden sich eure Wege mit denen des Widerstands kreuzen. Seid dann vorbereitet. Sicher. Amplifikation. War schön, dich zu sehen, Yuffie. Pass auf dich auf. Wir sehen uns irgendwann in Wutai. So, verbunden dazu. Yuffie hat sich verbessert, aber ist noch nicht in den nächsten Bereich gesprungen. Das wird sie aber tun, weil die andere Quest ja auch für sie ist. Kann ich? Ah ja, ne, da sehen wir. Ich werde noch Quests für Baron machen und ich werde auch Quests für Red, denke ich, tun, machen. So, hier haben wir jetzt alles erledigt. Dann müssen wir zum Hafen oder können wir so eine Schnellreise machen? Wir müssen nach Gungaga. Wir müssen zum Hafen. Der war hier. Rein die Bronco. Dann können wir nämlich von da aus Gungaga eine Schnellreise machen zu Fuß. Die ganze Tiny Bronco Geschichte machen wir später. So, hier müssen wir zum Morbol. Nicht zu der einen Quest, so leid es mir tut, weil ich kein Risiko eingehen will. Theoretisch könnte ich eine Quest machen und mache dafür zwei mit Yuffie, Aerith, aber ich glaube, das ist nicht gut. Jagd auf, dass die Erde erzittert. Das hier ist, glaube ich, die spezielle, ne? Das ist der Geruch allen Übels. Lofen. Machen wir den Morbol platt. Ja, einem Gegner herausfordern. Blum. Auch das ist vollkommen egal. Danke, bitte. Wieder ein Feuer auf den? Ja. Oder Vollgas, okay. Aber wir mal. Die Synchro gemacht haben. Ah, der Schwäche ist Eis, okay. Dann können wir Eis gemacht. Roger, dich übernehmen! Hast du eigentlich was? Ah, kein Mana mehr. Hast du? Ja, wenn du kein Mana mehr hast, kannst du einmal den Ether benutzen. Lass mich mal. Dann kannst du Eisgammelwinger so zaubern. Es wird kalt. Ja. Das war's. Keine Chance. Ja. Übernimm du. Barrett gehen. Auf Onkel Barrett ist Verlass. Dann einmal Medica. Auf Tifa. Übernimm mal. Ich zähle auf dich. Dann die Synchro-Fertigkeit, dass ich normal zaubern kann. Roger, ich übernehme. Wie schmeckt dir das? Ich zähle auf dich. Einsatz. Jetzt erst recht. Los geht's. Zaubern wir schön Eisgar ohne Probleme. Keine kommen! Dann ist ja auch hinüber. Ja, aber das hatten wir ja schon.
Ja. Jetzt kann ich das Ding synthetisieren. Den Schlüsselgegenstand bitte synthetisieren, den legendären Köder. Mal ganz kurz, ob ich hier was anderes schon kann. Den Kompass muss man sich die Sachen für verdienen. Für den brauchen wir immer noch den Talisman des Weltenbaums und für den brauchen wir immer noch heiliges Kernholz. 40 Stück. Aber wir haben Synthese bald durch. So, dann Karte. Wie gesagt, ich ignoriere die Quest, auch wenn es eigentlich ein bisschen blöd ist, aber da bleibt mir leider nicht allzu viele Möglichkeiten. Das Ganze mit der Tiny Bronco. Dann gehen wir direkt zurück. Hafen. Fuß. Dann gehen wir in den gesperrten Bereich und erledigen eben die Quest auch noch. Dann haben wir die beiden Yuffie-Quests durch. Teria-Eis. Klingt so ein bisschen nach Fallout New Coca-Cola. Anders ist Materia auch nicht. Ja, ein bisschen schon. Ein bisschen sehr. Ich weiß. So, das ist gar nicht der gesperrte Bereich. Da ist der gesperrte Bereich. Das ist kein Problem. Machen wir da eine Schnellreise. Können wir auch zu Fuß machen. Ich kann hier mit dem Buggy fahren? Ah. Ach, guck mal, jo, klar, da, das Ding, das Schloss hatten wir ja mal gesehen. Gucken wir mal. Ah, dann kann ich davon, wenn ich jetzt hier auch wieder einen neuen Gegner habe, kann ich davon ausgehen, dass ich bei den ganzen Nebenmissionen jetzt über neue Gegner kriege und dadurch neue Kampfaufträge. Das wäre ja doof. Müsste die Stelle sein, oder? Sollen wir den Köder mal auslegen? Ja, Moment, lass mich erst einmal ein bisschen hier heilen. Und Eta, ich glaube, dass das automatische Heilen auch nur so bedingt ist. Aber ich brauche das Zeug sowieso sonst nicht. Dann legen wir mal den Köder aus. Yep. Von wegen legendärer Köder. Ach. Scheint doch zu wirken. Konzentrieren! Und tschüss! Seeteufel! Fertigkeiten, Analyse. Diese fleischfressende Kreatur ist in Küstennähe heimisch. Sie hat sie sich erst einmal in ihre Beute verbissen, sorgt die unstillbare Appetit dafür, dass sie nie wieder loslässt. Seit ein Erholungsgebiet direkt in ihrem Lebensraum gebaut wurde, kommt es immer häufiger zu Angriffen auf Menschen. Versuche mit Blitzmomentanen an eine bestimmte Menge an Schaden, um die Häufigkeit der Angriffe zu senken und Schockanfälligkeit durch Eis. Was? Das alles? Mist. Ich leg los. Na? Du machst mal bitte einmal Plasma. Gib auf dich acht. Jetzt liegt es an dir. Du bist am Zug. Dein Einsatz.
Los geht's. Ist der. Ja, jedes Mal ist der. Haltung rausgehen, ne? Dann machen wir einmal die Spiralsprung. Dann können wir den anderen mit Eisgar kostenlos. Es dauert halt nur entsprechend länger zum Zaubern. Jetzt oder nie. Und geschafft. Und dann haben wir da das Limit rein. Jetzt wird abgerechnet. Gehen wir zurück zu Kiri. Ja. Was ist eigentlich mit dem zweiten Auftrag des Bürgermeisters? Die Sache mit dem aus dem Weg räumen, meine ich. Also nicht, dass ich Kiri besonders mögen würde. Aber das wäre doch etwas übertrieben, oder? Wir werden sehen. Als ob, Cloud. Als ob. Kann da nicht einfach so hin, ne? Ich muss das so machen. Kann ich mir den Ortsplan angucken und dann da so hin? Nein, kann ich natürlich nicht. Ein Alleskönner zu viel. So, eine von den Tiefermissionen ist in der Goldsaucer. Das ist nämlich dann das Schokoborennen für Billy. Es reißt sich am bequemsten auf dem Rücken eines Schokoborennens. Die werden wir also mit als letztes machen, weil ich, wie gesagt, in die Goldsaucer erst gehe, wenn wir uns dann auch in die Mission begeben, weil ich nicht weiß, ob wir die Goldsaucer verlassen können, wenn wir sie einmal betreten haben. Runde Füße waren gestern, heute reißt man der Wheelie. So, gehen wir die noch eben ab. Da seid ihr ja wieder! Und? Alles erledigt? Ja. Perfekt! Dann werde ich gleich mal losziehen, um mir die Belohnung vom Bürgermeister abzuholen. Warte. Der Bürgermeister hatte noch einen Auftrag. Welchen denn? Er wollte, dass wir dich umlegen. Bitte? Das soll sicher ein Scherz sein, was? Wenn du darüber lachen möchtest, bitte. Aber mir ist es ernst. Jetzt komm schon! Wir sind doch Partner! Lief doch alles ganz toll bis jetzt! Ich verstehe gar nicht, wo das Problem ist! Dass du Aufträge einfach nicht ausführst. Du fragst nur noch, denk doch mal nach. Dass du dich als Alleskönnerin ausgibst. Okay, du hast mich damals in Midgard total beeindruckt. Das fand ich so cool. Ich möchte einfach nur so sein wie du, Cloud. Hat ja gut funktioniert bisher. Naja, jeder fängt mal klein an, oder? Aber du bringst nie etwas zu Ende. Schon gut, schon gut. Ich werde aufhören, mich Alleskönnerin zu nennen. Und jetzt guck nicht mehr so grimmig, ja? Nicht dein Ernst, oder? Meine Enkelin hatte schon immer einen fragwürdigen Humor. Oma! Eigentlich wollte ich hier nur die Sonne und das Meer genießen. Doch dann habe ich gewisse Gerüchte gehört. In dem Aufzug. Warum habe ich mir nur gedacht, dass du dahinter steckst? Glaub mir, ohne Clouds Hilfe wärst du längst unter der Erde, mein Kind. Der ach so nette Bürgermeister ist einer von der ganz schlimmen Sorte. Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass du besser aufpassen sollst, mit wem du dich anlegst? Ja, ist ja schon gut. Was heißt hier ja? Du bist viel zu naiv. Ich gebe mir aber wirklich viel Mühe. Und wer was tut, macht eben auch mal Fehler. Aber du weißt's ja eh immer besser. Egal, was ich tue, es ist dir nie gut genug und du behandelst mich wie ein Kind. Halte dich nicht wie ein Kind. Ach, Kiri. Das ist ja Schuh. Ich meine es doch nur gut mit dir. Schließlich sollst du irgendwann mal in meine Fußstapfen als Racheengel treten. Also, ich kann Kiri echt gut verstehen.
Erwachsene behaupten oft, etwas sei für Kinder. Aber meistens wollen sie dann doch nur ihren eigenen Willen durchdrücken. Und das geht mir tierisch auf den Senkel. Der Racheengel war immer mein großes Vorbild. Schon als Kind. Aber ich bin nun mal nicht du, Oma. Ich werde niemals so werden wie du. Und will es auch ehrlich gesagt nicht. Ich bin nämlich ich. Und das ist auch gut so. Du bist wirklich genauso wie ich, als ich noch jung war. Hä? Ah, also gut. Ich halte mich ab jetzt zurück. Keine Strafpredigten mehr. Sag, was hältst du davon, wenn wir von nun an als gleichberechtigte Partner arbeiten? Oh. Ich wünsche mir doch einfach nur, dass du nach Hause kommst. Dann mach ich das mal. Danke, dass du dich so gut um meine kleine Alleskönnerin gekümmert hast. Ich nehme sie jetzt wieder mit nach Hause. Bitte sorg dafür, dass sie auch dort bleibt. Das kann ich leider nicht versprechen. Danke für den Beistand gerade. Kein Thema. Ich war einfach nur stinksauer. Lass dich nicht unterkriegen. Klar. Du dich auch nicht. Genug getrödelt. Wo wir schon mal hier sind, können wir eigentlich auch gleich zur Tat schreiten. Arbeit für den Racheengel? Da hab ich was. Geht um den Bürgermeister, weißt du? Ja, jetzt verdient. Ich bin mal gespannt, ob wir Kiri dann im dritten Teil wiedersehen. Die Alleskönnerin ist verschwunden. Der Bürgermeister sollte also nichts auszusetzen haben. Dann gehen wir die natürlich auch noch ab. Wir müssen vorher einmal irgendwo noch rasten. Das könnte ich natürlich in Johnnys Hotel machen, das liegt nur nicht auf dem Weg. Ich bin leider extrem wasserscheu. Auf dem Weg liegt tatsächlich direkt das hier vorne, wo das Klavier auch steht. Keine Sorge, ich spiele nicht nochmal. Einmal bitte erholen, danke. Das hat nichts kostet, wundert mich ein bisschen. Danke. Vielen Dank. Beehren Sie uns wieder. Die Typen. Ist es Materia? Ist es Eis? Nein, es ist Materia. Eis. Oh, du Arsch. Oh, willkommen zurück. Diese unverschämte Betrügerin scheint eher losgeworden zu sein. Nicht ganz so, wie ich mir vorgestellt hatte, aber ich will mal nicht so sein. Hier ist eure Belohnung. Viel Spaß damit. Herr Bürgermeister, eine Katastrophe! Sehen Sie doch! Der geheime Tresor wurde geplündert. Alles weg! Wie bitte? Kommen Sie schnell zurück! Das ist schnell, ja? Hat er verdient. Bezeichneter Racheengel, ja? Diese zusammengegaunerten Reichtümer nehmen wir hiermit an uns. Die gerissensten Diebe, die Costa del Sol je gesehen hat. Racheengel 1 und 3. Ich glaub's ja nicht. Quest 2. Voll cool. So, und Yuffie. Barrett ist aufgestiegen und Yuffie ist nicht in die nächste Dings-Kategorie gesprungen. Passt. Und wir haben in der Coral-Region neue Aufträge. Okay. Hier ist nicht der Hafen. Wo ist der Hafen? Da vorne ist der Hafen. Gut, dann soll es das für diese Folge gewesen sein. In der nächsten Folge werde ich dann, glaube ich, mal ein bisschen die Erkundung im Meeresgebiet machen. Vielen Dank und bis dahin. Euer Stöffel.